Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judgment Apocalypse Survivor Simulation. Hier wieder am Start und wir wollten den Brunnen mal ausschalten, weil wir haben echt genug Wasser und dann können die Leute sich nämlich um andere Sachen kümmern, wie zum Beispiel hier noch Lehm abbauen und auf Patrouille gehen und solche Sachen. Das wird nämlich auch langsam knapp, ne? Da kümmert sich jetzt aktuell nur die Chantal drum. Und die hätte halt auch andere Sachen zu tun. Zum Beispiel Sachen aus der Mine fördern. Ja. Gut geforscht wird auf jeden Fall. Stark. Wir werden gleich angegriffen. Die Desert Eagle ist leider noch nicht fertig. Kevlar-Weste selbstverständlich auch noch nicht. Da brauchen wir ja auch wieder Stoff. Dann können wir noch eine machen, um unser Team damit auszurüsten. Die Leute, die halt keine Spezialrüstungen tragen können, dass die ausgerüstet sind. Und ja, ich würde gerne aber dann die Scharfschützengewehre auch noch bauen. Also so weit würde ich noch warten, dass wir die zwei Scharfschützengewehre noch ausrüsten. Mit dem Obsidian ist gar kein Problem. Kostet das 15, das Maschinengewehr? Hatten wir schon mal geguckt, ne? Ja. 15, genau. Das reicht also genau dafür. Wir brauchen Verbundmaterialien insgesamt 22, Schießpulver 8. Also brauchen wir noch einmal Schießpulver, wo ich auf 10. Und hier brauchen wir gar nicht so viel, ne? Dauert auch relativ lange, das herzustellen. Na egal. Ein bisschen auf Tasche ist auch nicht verkehrt. So, jetzt fehlt uns natürlich Lumi, ne? Jetzt fehlt uns die gute Lumi, die hier aus einer Desert Eagle wahrscheinlich zwei gemacht hätte. So, wir hauen nochmal so ein... Ja, komm, eins gönnen wir uns nochmal. Wir gönnen uns nochmal eins. Bis zum Scharfschützengewehr. So, wunderbar. So, essenstechnisch passt das zumindest, ja... Uns halt auch immer am Herstellen und Craften. Und keiner hat Zeit, sich mal um die Desert Eagle zu kümmern. Also so viel anderes Zeug machen müssen. Was ich durchaus nachvollziehen kann. Das heißt, wir müssen mal jemanden anweisen, jetzt die Desert Eagle zu machen. Ach, der macht schon eine. Michael macht die. Michael macht's. Michael Myers. Nice. So, Forschungsboost. Sehr gut. So, ich hoffe nicht, dass wir nachts angegriffen werden, sondern vielleicht jetzt. Tag 60 ist auch ganz schön weit. Wo ist die jetzt fertig? Nein. Was macht er denn jetzt? Herstellen Kevlar-Weste. Ist denn die... Oh, warte mal. Was soll er machen? Ist die fertig schon? Ja, die ist fertig. Sorry. Michael, mach, was du tun willst. Kevlar-Weste herstellen. Das ist gut, Michael, mein Freund. Und Black... Mein Bruder, du kriegst jetzt hier eine Desert Eagle. Nice. Und Glenn haben wir gesagt, warum denn nicht? Der kriegt dann die Glock Genauigkeit 78. Das ist, glaube ich, okay. Was hat er jetzt hier? Hm, 84 durch den Bogen. Ah, der hat da kein Bonus. Egal. Aber die Glock ist auf jeden Fall besser. Auch wenn die Reichweite ein niedriger ist. Komm, Glock. Haben wir übrig. So. Es wird geforscht an allen drei Tischen. So soll das sein. Ich gucke trotzdem nochmal. Nein, das geht nicht. Wir könnten Talismane freischalten. Was haben wir denn bei Ritualen noch? Wir können Kobolde und Geister beschwören. Verteidigungsaura. Das war ja auch nicht so verkehrt, ne? Umgibt die Basis. Angriffsstärke minus 20%. Wäre halt für später nochmal nicht schlecht. Komm, das nehmen wir einfach mal rein, dass wir es haben. Ah, den Rest. Talismane, gesegneter Prediger. Heilige Waffen. Heilige Waffen. Schaden pro Sekunde 9,3. Wer kann denn heilige Waffen ausrüsten? Ah, Händler kommen wieder. Gab ein Level-Up übrigens für den Dog.
den wir jetzt geben könnten. Was hat denn der Doc? Tech-Waffen, ne? Dem wurden wir hier auch. Dem geben wir hier auch einen Tech-Waffen-Bonus. Hat Luke einen Tech-Waffen-Bonus? Nein, dem haben wir Gewehr und Treffsicherheit gegeben. Das ist gut. Dann wird der Doc unser Techie. Wir könnten ihm hier das geben, das geben, das geben. Tech-Waffen kann er eh schon ausrüsten. Tech-Rüstung kann er auch ausrüsten. Das brauchen wir also nicht machen. Das Einzige wäre hier noch bei Arbeitsgeschwindigkeit ihm was zu geben. Aber wir geben ihm den Tech-Waffen-Bonus. Natürlich. Genauigkeit plus 10%. Dann kriegt der nämlich das. Ach ne, Max sollte das Schienengewehr kriegen. Ja, Max wäre aber auch einer für ein Scharfschützengewehr, weißt du? Kann er nämlich schon ausrüsten. Der Doc nicht. Luke. Luke Scharfschütze und Draco Scharfschütze, haben wir gesagt, ne? Max wäre aber auch nicht schlecht. Weiß ich nicht. Tech-Waffen sind, so schlecht sind die nicht. Ein Schienengewehr zum Beispiel. Oder wir geben ihm hier erstmal bei Arbeitsgeschwindigkeit noch eins, weißt du? Kann der denn heilige Waffen? Nein, kann er nicht. Arbeitsgeschwindigkeit plus 20%. Ich meine, das würde sich doch auch auf die Forschung niederschlagen, oder? Der ist jetzt bei Forschungsgeschwindigkeit 200%. Und wenn wir ihm jetzt die Arbeitsgeschwindigkeit geben, weiß ich nicht. Egal. Das passt schon. Das ist okay. Hätten wir doch eher Tech-Waffen, ne? Bezieht sich dann eher so auf andere Sachen. Und der forscht ja nur. Oh, wir haben ein kleines Heurika bekommen. Das ist ja nice. Das heißt, Freunde, Scharfschützen incoming. Und hier gucken wir gleich mal. Zwei Stück wollten wir herstellen. Wo sind sie denn? Hier. Da fehlt uns Schießpulver und Verbundmaterialien. Weiß ich. Kevlar-Westen haben wir die zwei am Start. Nee, noch nicht. Aber sind wir, glaube ich, dabei, oder? Die macht der Max. Was können wir beim Händler? Also ein bisschen Harz wäre cool. Roter Teufel. Krass. Nö, Soldatenpistole. Auch nice. Automatische Waffen. Schaden pro Sekunde. Aber wir sind halt out of Schrott. Short of Schrott. Und das Obsidian. Verbundmaterial wären auch nice. Brauchen wir aber alles nicht. Wir könnten natürlich hier so einen Hexenfluch raushauen und uns dann ein Verbundmaterial holen. Na. Das passt schon. Ressourcenanfrage. Dämonit und okkulte Forschung wollen sie haben. Von Last Hope. Sagen wir zu und kriegen nämlich Schrott dafür. Deswegen habe ich es gemacht, weil die Beziehung ist ja super zu Last Hope. Aber den Schrott können wir gebrauchen. So, noch ein Logistikritual. Die Bretter werden langsam knapp. Wir müssen hier ein bisschen reduzieren, Freunde. Wir müssen hier reduzieren auf 20, das reicht dann für eine Kevlar-Weste. Moment. Ich weiß, wir können hier bei den Prioritäten auch ein bisschen schrauben, aber wenn wir hier ein bisschen runtergehen, dann sollte das auch passen. Und hier gehen wir auch mal automatisch auf 20, was schon relativ viel ist. Moment, hier beim... Bei Minimum müssen wir das machen, Freunde. So. Hier gehen wir auch mal runter auf 40 vielleicht. So. Okay. Gott hat sowieso nicht so die Priorität. Das ist okay. Stoff haben wir jetzt auf 20. Dass wir hier wieder langsam auf den grünen Zweig kommen, weißt du? Und Ziegel machen wir auch mal auf 40. So. Dann brauchen wir da auch nicht mehr so viel.
So, dann sollte das mit dem Kevlar rangehen. Michael macht das, glaube ich. Jawohl. So, wir werden bald angegriffen. Das ist na, gar kein Problem. Eine unserer leichtesten Übungen. Also, wir gehen nochmal hier rein. Das ist immer das Sicherste, weißt du? Dass man da direkt... So, ist noch nicht fertig. Ist doch noch nicht fertig. Weil der Michael erstmal Salat machen muss. So, Feinde sind fast da. So, Moment. Jetzt versammeln sich bitte alle im Kreis. Alle, habe ich gesagt. Und zwar alle erstmal hier. Und dann gehen ein paar Leute, gehen nach unten. Zum Beispiel Elsa. Bart. Draco. Michael. Black ist auch okay da unten. So, wir werden angegriffen, ist alles genehmigt. So, Succubi, Werwolf, Schnitter. Hier haben wir einen Besessenen. Hier haben wir auch einen Besessenen. Ja, nice. So, wir gehen mal dahin. Dahin. Gucken mal, dass wir den Besessenen mal zeitnah fertig machen hier. Draco auch bitte. Michael auch. Black. Black hat die Desert Eagle. Der kümmert sich gleich um den Succubi wahrscheinlich. So, da oben kommt schon auch ein Besessener. Okay, aber nur einer. Da haben wir ja hier Spezialschüsse. Einmal mit Max. Zack. Geht das? Ja, läuft. Dann haben wir noch einen Spezialschuss mit dem Doc. Und dann müsste... Nee, nicht Chantal, sondern... er hatte diesen Bogen. Umi, Venus? Haben wir was verpasst? Den olympischen Bogen haben wir nicht mehr. Doch hier, na klar, Chantal hat den. Könnte auch auf den Besessenen gehen. Ja, würde ich fast sagen, ne? So. Wie sieht das hier unten aus? Das ist safe. Das ist auch safe. Jetzt geht's auf den Schnitter, bitte. Chantalle. So. Chantal. Max. Gar kein Problem. Und Succubi. Kriegt auch keinen Hit raus. Ist okay. Wir haben wieder ein bisschen Dämonit bekommen, Fälle und so weiter. Wunderbar. Dann dürfen alle wieder an ihren Job gehen, bitte. Also Logistikritual lassen wir jetzt mal. Weil wir wollen die Scharfschützengewehre klar machen. So, Logistik dauert ordentlich, ne? Ja, 2160. Das ist natürlich nicht so stark. Na, wir gucken mal. So, immer noch nicht fertig. Was machst du denn? Michael. Du Akademiker. Kümmere dich mal um die Kevlar-Westen. Muss schlafen. Nutzt ja alles nichts. Mach da Salat. Der soll jetzt mal hier die... Herstellen, zuweisen, Kevlar-Westen. Das soll er machen. Macht er jetzt auch. Muss er ganz schön weit verlaufen. Aber er kümmert sich drum. Na klar, wird erstmal was gegessen. Ja. Es dauert ganz schön lange, ne? Mit der Kevlar-Weste. Ist schon krass. Vielleicht sollten wir zwischendurch auch mal hiervon einfach jeweils 20 machen. Weil das hält ein bisschen länger an. Holz haben wir.
So, was machen die Verbundmaterialien? Oh, die brauchen auch noch ein bisschen. Michael macht jetzt Salat. Soll sich aber noch um die Kevlar-Weste kümmern. Dass wir die beiden Dinger fertig kriegen. Und dann brauchen wir Verbundmaterialien, nämlich insgesamt 22 Stück, glaube ich. Nee, doch. Ja. Heißt, zwei mehr. 22 bitte. Und Schießpulver, ne? Genau, da brauchen wir 16. Wow. Okay. So. Mal gucken kurz. Kann aus... Herstellen ist nicht so sein Ding, ne? Wir könnten auch den guten Doc... Ne, den guten... Ah, warte mal. Irgendjemand haben wir doch jetzt... Herstellengeschwindigkeit. Arbeitsgeschwindigkeit plus 20. Ist der Doc... Genauigkeit. Ja. Wäre doch was, oder? Der Doc. Er hat auch da plus 20%. Dann sagen wir dem Doc, nehme ich mal, er soll Verbundmaterialien herstellen. Und zwar... Ah ne, nicht Experimente. Warte mal, wo kann man das machen? Hier unten vielleicht. Nee, das ist der Esstisch. Ist das die Waffenschmiede hier? Ich vergesse das immer. Wo werden die denn hergestellt? Am Metallarbeitsplatz natürlich. Und wo ist der? Scheiße. Hier unten? Ist das die heilige Schmiede? Na, da wird's nicht gemacht. Experimentiertisch wird's nicht gemacht. Am Esstisch natürlich auch nicht. Die Bibliothek nicht, am Herd nicht. Werkbank, an der Werkbank, oder? Dock, Werkbank, herstellen, auch nicht. Nee, das wird am... an diesem... am Schmelzofen. Natürlich. So, dann sagen wir ihm nämlich, er soll mal das herstellen. Er soll sich darum kümmern. So, wir suchen mal nach einer Erklärung für das schlechte Omen. Alles ist wie vorher und wir kriegen 10 Dämonit. Können wir immer gut gebrauchen. So, der Doc kümmert sich um die Verbundmaterialien. Das macht er auch ziemlich gut. Das soll er auch weitermachen, bitte. Er soll die alle herstellen. Vielleicht sollte ich ihm ganz kurz in den Prioritäten... Nur kurz. Ach doch, er ist plus 220% bei der Forschung. Hat sich also gelohnt, Freunde. Alles gut. War gut, dass wir das gemacht haben. Ja, ist ein bisschen nervig jetzt. Essen hat natürlich sonst Priorität. Ich meine, unser Essen ist... ist wirklich im kritischen Bereich, würde ich fast sagen. So. Elf. Dann haben wir schon mal ein Scharfschützengewehr. Und vielleicht versuchen wir es dann einfach nächste Runde. Lumi und Binus wieder zu holen. Das muss sein. So, Doktor geht schlafen. Okay. Und stellt jetzt auch ein bisschen was her, ein bisschen Salat und so. Ist okay. Ja, so läuft das. So, wir können auch irgendwo, konnte man noch gucken, wie lange das Essen reicht, für wie viele Tage. Wo ist es denn, die Fressalien im Inventar? Hier nicht, oder? Irgendwo konnte man das sehen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Nahrung.
Verkaufswert. Gehen wir hier mal auf 100 runter. Kam zumindest eben keine Warnung. So, der Doc muss dann aber weiter forschen. Das nutzt alles nichts. Aber was wir jetzt machen werden, ist ein Scharfschützengewehr zu craften. Wo ist es? Da. Fehlt uns ein Schießpulver. Oh, Doc. Was macht der Doc? Herstellen Ziegel. Nee. Herstellen ein Schießpulver, bitte. So, wunderbar. Okay, das läuft auf jeden Fall. Wir craften uns das Scharfschützengewehr. Dann werden wir nächste Runde mal gucken. Ja? Dann kriegt der Luke das Scharfschützengewehr. Oder der Max. Luke oder Max? Der Luke kriegt es. Der Luke kriegt das Scharfschützengewehr. Wir haben die Desert Eagle am Start. Wir haben hoffentlich die Kevlar-Westen. Die haben wir auch am Start. Das heißt, das sollte was werden. In der nächsten Folge werden wir Lumi und Binus befreien. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.